Es gibt niemanden, der für meine Situation verantwortlich ist. Und das war schon mal eine arge Message für mich, dass mir bewusst worden ist. Ich habe nämlich immer die Ausreden im Außen gesucht. Herzlich willkommen zu Einblick ins Gesicht. Heute von Thomas Bauer. Etwas ganz Besonderes für mich, aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Hallo Anne, danke, dass ich dabei sein darf. Ich muss einmal spoilern, Thomas ist tatsächlich ein wundervoller Kollege und geschätzter, wenn nicht sogar der geschätzteste Gesichtleser in meinen Augen, Thomas. Und deswegen ist es wirklich großartig, dass du hier bist und wir uns von Kollege zu Kollege unterhalten können. Aber natürlich werde ich nicht darauf verzichten, dein Gesicht zu lesen. Und deswegen hier die Bilder von dir. Ihr seht Thomas Bauer und ja, was fällt einem ins Gesicht? Es sind irgendwie so viele Dinge, die total auffallend sind. Ich fange mal bei seinen langen Haaren an. Das spricht dafür, dass er ein Träumer ist, dass er ein Idealist ist und vielleicht auch zu Extremen neigt und Gesellschaftskonformität nicht ganz so wichtig in seinem Leben ist. Und das unterstützt er natürlich mit seinen Tattoos, die er sehr, sehr offen trägt. Und ja, ich bin ganz gespannt, was er uns davon erzählt. Ist es ein Tattoo in Kraftfeld? Ist es ein Erdungspunkt? Was ist es? Was bedeutet das für ihn? Und warum trägt das auch so offen auf dem Gesicht? Ich bin ganz gespannt, was er uns dazu erzählen will. Er hat seine Augenbrauen. Da könnte ich ja stundenlang über deine Augenbrauen dotieren, Thomas. Das ist echt großartig. Er hat Augenbrauen mit Ausreißerhärchen. Ihr seht das hier. Und hier, er hat Ausreißerhärchen an seinen Augenbrauen. Und das sind immer Menschen, wenn ihr sowas in Gesichtern seht, diese Menschen haben vielleicht schon Sackgassen erlebt und eine recht unbalancierte Lebensentwicklung genommen. Sie haben große Höhepunkte in ihrem Leben gehabt. Sie haben sich aber auch aus Tälern wieder rausgearbeitet und ja, aus eigener Kraft da Wege gefunden, die richtigen Wege wieder einzuschlagen. Trotz all dieser Tiefpunkte, die er vermutlich in seinem Leben hatte, hatte er sehr dicke Augenbrauen. Ihr seht das, die sind wirklich ganz auffällig. Und das heißt, dass er Anziehungskraft auf andere Menschen hat. Andere Menschen lieben ihn, sie wollen bei ihm sein, sie hören ihm zu. Er hat Führungspotenzial, ohne dass er was dafür tut. Und er hat die Traineraugenbrauen. Also, das heißt, tief liegende Augenbrauen sind unter anderem spontane Menschen. Es sind aber die Traineraugenbrauen. Was heißt das? Er sieht ganz viel Potenzial in seinen Schützlingen und hat die Erwartung, dass dieses Potenzial auch ausgeschöpft wird. Das heißt auch, dass er dafür viel tut und dass er seinen Schützlingen viel Unterstützung gibt, aber eben auch vielleicht ein Problem hat, sich abzugrenzen und in fast symbiotische Beziehungen eintritt. Das ist natürlich ein Abgrenzungsthema und vielleicht mag er uns dazu auch was sagen. Die dicken Augenbrauen zeigen, dass er dominant ist und das bestätigt er mit einer sehr ausgeprägten Nase. Ich möchte liebevoll sagen, das ist ein Zinken, das ist ein wahrer Zinken und das heißt, dass er dominant ist, dass er für die Anführerschaft haben will und sich auch ungern von anderen Menschen sagen lässt, was er zu tun und zu lassen hat. Soweit diese konfusen Gedanken, die zeigen sich auch noch mal in den chaotischen Augenbrauen. Ja, impulsiv und ungeduldig. Das heißt, wir können sicher sein, dass wir hier mit einem Menschen zu tun haben, der weiß, was das Leben auch alles an nicht so schönen Dingen bereithält, der aber weiß, wie er mit Leidenschaft, mit Liebe zu seinem Gegenüber guckt in seine Augen, guckt hier, wie viel Liebe dieser Mensch in seinen Augen trägt, dass er eben trotz diesen ganzen Rückschlüssen oder vielleicht auch deswegen ja, der Liebe begegnet ist und die der Welt schenkt. Thomas, wenn du das hörst, wie geht's dir damit? Ja, sehr gut. Das ist für mich auch eine spannende Erfahrung, als Gesichtleser auch selbst gelesen zu werden. Ich finde das sehr inspirierend und faszinierend, wie du da an das rangehst. Find ja spannend, deinen Ansatz über die Augenbrauen und über die Nase da einzusteigen, weil es ja doch die markanten Zeichen bei mir sind. Ja. Und da diese langen Haare, wobei bei den langen Haaren kommt dann auch für mich dieses Leidenschaftliche und der Bezug zur Natur, so ein bisschen auch das Rebellische in mir, was in mir drinnen steckt, ja. Was du ja auch wieder in den Augenbrauen bestätigst, ne? Die Genau. Leidenschaft und ja, diesen Enthusiasmus, den du auch ins Leben bringst und mit dem du an die Dinge rangehst. Und auch gut erkannt die wirren Gedanken, die durch meinen Kopf durchhuschen.
huschen auch wiederum das Diffuse in meinen Augenbrauen. Die sind oft total struppig, die stehen oft ab und so. Das ist oft eine Herausforderung, diese halbwegs in Zaum zu halten. Möchtest du sie im Zaum halten? Also versuchst du es? Nicht Das ist wirklich. dann oft störend, wenn sie so runterhängen ins Auge hinein und so und wenn das Und du dann so deinen Mensch nicht weggeht. mehr angucken kann. Okay, Ja, verstehe. wie so feine Antennen. Aber sag, man sagt ja, ich glaube, du weißt das auch, dass gerade diese konfusen Augenbrauen dafür sprechen, dass man ja viele konfuse Wege im Leben gegangen ist. Und da frage ich mich Definitiv. natürlich, wie hast, also bist du konfuse Wege gegangen? Ich frag mal. Also konfuse Wege, sehr anspruchsvolle Wege und sehr herausfordernde würden es gut treffen. Hängt ein bisschen auch mit meiner Geschichte zusammen. Also das hat bei mir schon angefangen, dass ich in der Volksschule nie gerne in die Schule gehen wollte. Dass ich eins von fünf Kindern war, wo der Lehrer nach einem halben Jahr einen Nervenzusammenbruch gehabt hat. Also immer ein bisschen lebhaft, würde man in der heutigen Zeit auch sagen. Lebhaft. Genau, lebhaft könnte man schön formulieren. Und es war nie so mein Ding, sie in irgendwelche Normen oder Regeln einzuhalten. Wie gesagt, es war schon sehr früh bei mir da, dass ich so einen eigenen Willen versucht habe, ja durchzugehen. War oft sehr schwierig. Und mit 15 war es dann eben so, dass halt der komplette Umbruch begonnen hat, wo ich dann mit Alkohol Erfahrungen gemacht habe. Okay. Also das war so eine schwere Zeit, wo ich 10 Jahre durchgegangen bin. 10 Jahre 10 in einem, Jahre. ja, 10 Jahre extrem. Das war auch fürs Umfeld auch nicht leicht, ja. Und da haben ja viele gar nicht mitbekommen, wie tief, dass ich wirklich drinnen gesteckt bin. Okay, hast du verdeckt? Ja, wenn du einmal in der Sucht drinnen bist, dann weißt du die Möglichkeiten relativ schnell und leicht, wie man was umgeht und wie man was versteckt oder was kaschiert und so. Also das war eine sehr intensive Zeit und eine sehr prägende Zeit. Also du Aber hast 10 Jahre in der Alkoholsucht gelebt, aber hast ein normales Leben nebenher geführt, also eigentlich ein Doppelleben. könnte man fast so sagen, ja. Wobei stellenweise war es dann auch wirklich so, dass ich mich halt komplett, also in Österreich sagt man weggesprengt, ja, wo ich dann oft Phasen gehabt habe oder Tage gehabt habe, wo ich gar nicht gewusst habe, wo ich war oder was ich gemacht habe und so, weil der Alkoholkonsum natürlich immer mehr geworden ist im Laufe der Zeit. Und das war halt schon oft für mich schwierig, da wieder dann den Weg ansatzweise zu gehen, weil ich habe ja nebenbei auch gearbeitet. Also so war es nicht, dass ich sage, ich war Okay. nicht irgendwie arbeitslos. Aber das halt dann alles unter den Hut zu bringen, war keine einfache Zeit. Und wie bist du da rausgekommen? Also Das nach war 10 Jahren ist ja schon viel Gewohnheit am Start. ja, definitiv, aber das war ein sehr spannendes und prägendes Erlebnis für mich. Also ich kann mir an dem Tag, werde ich nie mein Leben vergessen. Da bin ich mit dem Vorrat unterwegs gewesen, bin dann bei uns in so einem kleinen Wald und da war so ein Bach und da habe ich mich auf so eine Bank hingesetzt und habe so in das Wasser hineingesehen. Und irgendwie ist der Gedanke aufgekommen, jetzt ist der Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich es beenden werde. Ich habe dann wirklich darüber nachgedacht. Wie, also mit Strick Okay. oder die Adern aufschneiden oder irgendwo runterspringen. Das war sehr konkret und sehr klar in meinem Kopf. Wow. Und dann gibt es so, das kann man schwer in Worte fassen. Also ein passendes Wort wäre für mich, der Knopf geht da auf. Kennst du das? Also in dem Zusammenhang war für mich dann klar, es gibt niemanden, der für meine Situation verantwortlich ist. Und das war schon mal eine arge Message für mich, dass mir bewusst worden ist. Ich habe nämlich immer die Ausreden im Außen gesucht. Also ich habe immer im Außen die Leute dafür verantwortlich gemacht, sei es jetzt da mein persönliches Umfeld oder selbst wenn mein Fußballverein verloren hat oder das Wetter nicht gepasst hat oder irgendwas. Ich habe immer einen Grund gefunden, damit ich zum Alkohol greife. Genau. Und diese Erkenntnis, dass eben ich dafür verantwortlich bin, war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, es gibt niemanden, der mir helfen kann, außer ich selbst. Und ich habe das ohne Therapie, ohne Psychologie oder ohne Ärzte und so, ich habe das ganz alleinig dann durchgezogen. Das war ziemlich hardcore, weil wenn man einen Zugang mal hat und jeder, der mit Sucht zu tun hat, weiß jetzt genau, wovon ich spreche, je nachdem, mit was mich Substanzen, dass man sich halt zudröhnt, ist ein Zug immer sehr anspruchsvoll. Und kommst an deine Grenzen. Also das war eine harte Zeit. Das hat Aber Thomas, fast ein Jahr gedauert. ein Jahr? Ja, bis ich so
ansatzweise in der Balance war. Das Spannende war dann, nach circa 1,5 Jahren habe ich 99 Kilo gehabt. Ich habe die Sucht verlagert. Oh nein. Und irgendwann wurde mir dann relativ schnell bewusst, dass ich sehr starke Tendenzen zur Sucht habe. Du als Gesichtleserin ja weißt ja dann natürlich auch, da gibt es so einzelne Bausteine. Ich sage gerne immer die Bausteine dazu, die man mit Anführungszeichen jetzt Sucht in Verbindung bringt. Weil Sucht ist ja eher was Verlierendes. Und als Gesichtleser hat man ja die zwei Zugänge, liebst das Gewinnen, liebst das Verlieren. Und ich sage meistens dann, wenn es in die Richtung Verlierend geht, man verliert einmal schnell den Überblick. Also wenn man halt, egal was man tut, ja, wenn es ins Extreme geht, man verliert einmal den Überblick. Dann kriegt man eine Tendenz dazu. Also es geht so in eine gewisse Regelmäßigkeit, rutscht man hinein. Und das ist dann stillschleichend, irgendwann fällt es einem gar nicht mehr auf. Und dann hat man so eine gewisse Abhängigkeit. Und dann ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis dann tatsächlich in der Sucht dann angekommen bist. Wahnsinn. Also ich verneige mich ja eh schon immer vor dir, aber tatsächlich so intensiv habe ich das noch nicht gehört oder noch nicht in mein Herz gelassen. Und danke, dass du es teilst. Was mir im ersten Moment irgendwie sofort als Frage aufgekommen ist, in diesem Moment, wo du da an der Bank saßt und in den Bach geschaut hast und gemerkt hast, dass du derjenige bist, der es in der Hand hat und der die Verantwortung dafür trägt. Gab es da einen Moment des Selbsthasses oder war das der Moment des Königs, der durchgekommen ist, der gesagt hat, wenn ich das kann, dann kann ich Selbst, auch was anderes? Selbsthass in dem Fall war, es war wie so, wie eine Befreiung war es für mich. Okay. Also eben dann diese Erkenntnis zu haben, Ja. ich habe es selbst in der Hand. Ja. Also im Nachhinein gesehen bin ich extrem dankbar für diese Erfahrung. Und also jetzt könnte man sagen, was hättest du in deinem Leben anders gemacht? Gar nichts hätte ich anders gemacht. Ich bin froh, dass ich da durchgegangen bin, sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht da sein, wo ich bin. Ja? Und das, was mir halt auch diese Erfahrung aufgezeigt hat, ich bin in meinem Leben ja ständig an einer Prüfung, um nicht in irgendeine Sucht wieder hineinzurutschen. Weil es geht ja darum, wenn man sagt, man hat die Tendenz, und bei mir, ich neige ja zu Extremen, wie du auch gut gemerkt hast, genau, und gesehen hast. Und ob das jetzt sämtliche Bereiche sind, wo ich hineinkippen kann, ja. Also bei mir ist es so, die Menschen, die mit mir, die mich besser kennen oder einen längeren Zeitraum mit mir verbringen, kriege ich oft das gleiche Feedback, dass ich sehr klar gesagt bekomme, du bist nicht normal, du machst nichts normal. Du bist entweder 150% oder komplett träge. Und bei mir ist es so, entweder Vollgas und Gemma und Gas geben und machen und werken. Und selbstverständlich habe ich auch die Phasen, wo ich dann sage, okay, ich kann mich gehen lassen. Aber so ein richtiges Maß der Mitte. Ja. Gesichtleser haben ja oft diese Philosophie, ja, gehen wir den Weg der Mitte. Ja. Ist ja auch ein sehr heilsamer Weg und das ist ja, ich würde mal sagen, auch gewinnender Weg. Aber ich denke mir dann oft, naja, die Mitte, ich brauch mehr, ich will mehr, ich tue das, ich mache das und kaum bin ich schon wieder draußen aus meiner Mitte. Also für mich ist das ein ständiger Lernprozess und auch in der Entwicklung drinnen, dass ich auf das achte. Ja. Die Frage ist ja mit diesem in der Mitte leben und ja, man versucht immer Balance. Ich sage zu meinen Klienten immer, versuche Balance zu finden, aber rutsch nicht in den Durchschnitt ab. Ne? Also das ist so, das ist so eine Gratwanderung, weil im Durchschnitt will niemand leben. Und ich sage auch, es gibt Menschen, die einfach nicht dafür ausgelegt sind, in der Balance oder im Durchschnitt zu leben. Hast du die Erfahrung gemacht, dass man diese Extreme auch sehr gewinnend leben kann, wie wir sagen? Ja, Und wie tust du definitiv. es? Also von daher merke ich natürlich, es kommt natürlich immer darauf an, in welche Extreme rutsche ich hinein. Ja? Also wenn es zum Beispiel der Sport ist, dann tut mir das auf Dauer gesehen sehr gut, weil ich dann meinen Körper sehr gut spüre. Wenn es dann andere Bereiche sind, die ich eher vermeiden könnte, dann denke ich mir, naja, jetzt geht es wieder in eine Richtung, wo ich sehr viel Energie und Ressourcen und Zeit unnötig verschwende. Und dann muss ich mich halt wieder besinnen und den Weg auch wieder zu finden. Nur das Schöne ist, ich weiß, wovon ich rede. Total. Also ich weiß auch, wie es jemandem geht, wenn er in so Tendenzen, ob das jetzt Süchte sind oder ins Extreme hineingibt. Ich kann das voll nachvollziehen, weil ich ja auch immer wiederum geprüft werde. Ich sehe es ja jetzt in meiner Tätigkeit, wenn ich sage, ich lese Menschen, ja, oder ich lese Gesichter. Wenn ich Ich habe Tage oft hinter mir, wo ich so um die 70, 80 Speed-Readings am Tag mache.
wow. Im Schnitt so, ja. Also auch da wiederum, wo man sagt, hey, ist das normal, ja? Nee. Also es geht da in das Extreme. Und das ist aber für mich jetzt keine Arbeit oder keine große Anstrengung, sondern ich bin da wie in einem, diese Bezeichnung Flow wird ja bekannt sein, ich bin da in dem Flow drinnen und das läuft und läuft. Natürlich bin ich dann am Abend, wenn ich dann im Bett bin, bin ich gerädert, weil mein Kopf, da kommen wieder meine wirren Gedanken, mein Kopf rattert dann noch weiter, Ja, ja. du musst es ja auch Rattert verarbeiten, ne? Also, ganz genau, ja. ja. Also letztendlich bist du ja auch jemand, der den Menschen nicht nur das Gesicht liest, sondern wirklich in seine Seele guckt und da ja, wie ich das vorhin auch gesagt habe, unglaublich viel Liebe reinbringt. Und ich glaube, man kann Gesicht lesen auch sehr kalt machen, wenn man das will. Du tust das nicht und das muss ja auch verarbeitet werden. Also das, weil du schenkst dich ja in jedem Speedreading dem Menschen wieder komplett neu und gibst dich hin, ne? Und Hingabe ist Ja, halt genau. anstrengend. Genau, also wenn du sagst, du magst ein langes Reading mit den Leuten, da taucht man ja noch viel tiefer ein, dass man Ja. das noch wieder erhöht und dann abhalten. Also ich mache nicht mehr als 3 Readings, große Readings am Tag. Das kann ich nicht. Also Also wenn ich gut unterwegs bin, mache ich so um die 5. Alter, du bist halt ein Freak. Entschuldigung. Ja. Ja, also stimmt, ja. Ja, krass. Wenn du deine Sucht und auch, ich finde das total schön, dass du sagst, es geht nicht darum, oder man kann eine Suchtgefahr nicht überwinden, sondern man muss sie ins Leben integrieren und damit achtsam umgehen. Wenn die Sucht dein Lehrer war, was hat sie dir beigebracht? Wenn ich das so betrachte, dann sage ich auf jeden Fall mal achtsamer mit mir selbst zu sein. Und das, was ich halt für mich erkannt habe, ist, so wie du schön gesagt hast, dass man eben sagt, man kann es nicht verleugnen oder beiseite schieben, sondern man kann es nur so annehmen und das daraus tun, dass man mit dem auch leben kann. Ja. Also unterm Strich jetzt da versuche ich natürlich alle Substanzen, die mein Bewusstsein in irgendeiner Art und Weise verändern, definitiv zu vermeiden. Und das gelingt mir sehr gut. Also schon sehr lange her, wie ich das letzte Mal zu irgendwelchen Substanzen gegriffen habe. Und Cool. somit bin ich da sehr stabil und wie gesagt, kann ich es nachvollziehen. Aber es ist halt auch so, ich brauche irgendwo meinen Ausgleich. Ob es jetzt da im Sport ist oder im Face Reading ist, whatever. Ja, ich brauche so immer irgendwie so meinen Ausgleich, wo ich meine Energie dann hingeben kann, damit er daraus was für mich entwickeln kann. Weil sonst würde ich komplett boogie werden. Da würden Ja. meine Gedanken mich total nach unten ziehen. Ich überlege gerade, also ich weiß es nicht, es ist kein fertiger Gedanke, aber ich überlege im Gespräch mit dir gerade, ob das Gegenstück von Sucht Hingabe ist. Das ist ein spannender Ansatz. Also ich würde den Gedanken jetzt durchaus einmal Aufmerksamkeit schenken. Dann geht Ja. mehr Energie hin und dann kann auch mehr daraus entstehen. Ja. Möglich, ja. Weil, also wenn ich mich einem Alkohol hingeben kann, ne, dann kann ich mich auch einem Menschen hingeben, also auch oder meinen Klienten, den Gesichtern hingeben. Und dann kann vielleicht doch eine Sucht sehr gewinnend oder die Tendenz zu einer Sucht sehr gewinnend gelebt werden im Sinne von Hingabe. Ich muss ja auch mal drüber nachdenken. Mal schauen. Durchaus, also wie gesagt, ich würde diesen Gedanken jetzt dann nicht gleich einmal verwerfen, sondern bin immer jemand, der reflektiert gerne, weil für mich jede Meinung auch Berechtigung hat und jeder Ansatz auch Berechtigung hat, damit man sich mit dem auseinandersetzt. Und dann ist für mich so einen coolen Leitsatz, die Wirksamkeit das Maß der Wahrheit. Also wenn ich jetzt das sage, okay, das, was du gesagt hast mit dieser Hingabe, ja, wie kann ich das für mich annehmen? Wie kann ich das für mich definieren? Nehme ich mal die Zeit, das ist dann eine Priorität, wo ich dann sage, okay, wirkt es? Und dann kriegt es für mich so einen gewissen Wahrheitsgrad auch. Ja? Weil gleich zu sagen, ah, na, das ist Schwachsinn oder na, das glaube ich jetzt nicht oder so, das war nie mein Ding. Ich habe mich immer damit dann auseinandergesetzt, weil wenn ich mal eine Meinung bilden würde, wenn ich eine Erfahrung machen will, dann ist für mich das Grundsätzlichste daran, dass ich mir die Zeit nehme. Dass ich mich auch damit beschäftige, weil nur durch die Erfahrungen, meiner Meinung nach, lernt man dann daraus. Ja, Weil die total. Erfahrungen sind die größten Lehrmeister, die man hat, und auf die sollte man zurückgreifen. Ja, sehr schön. So, und jetzt warst du alkoholkrank, saßt am Bach,
hast Ja. durch ein Jahr lang gekämpft, wo du wahrscheinlich die Kämpfe deines Lebens ausleben musstest. Und heute bist du Gesichtleser. Wie geht denn das? Ja. Es war dann so, man kann so sagen, dass ich so mit 26, 27 hat es dann die erste große Veränderung in meinem Leben gegeben. Also auch wiederum nichts Normales. Ich habe Natürlich nicht. wie so ein Junkie, könnte man fast sagen, sehr viele Ausbildungen gemacht. Okay. Im Bereich der Kommunikation. Und in Österreich gibt es ein cooles Institut, das nennt sich Trinergy. Dort habe ich dann jemanden kennengelernt, den Roman Braun, der hat mich sehr inspiriert. Der hat irrsinnig viele Sachen im Zuge des Wissens auch sehr verständlich formuliert und immer gedacht, hey, cool. Das war mir so ein erster Anker für mich. Man dachte, ja, Weimann, das mache ich jetzt da. Ich wäre jetzt da, der in dem Bereich habe ich mit NLP zu tun gehabt und jetzt mache ich das. Nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, ja, es ist zwar ganz cool, aber es war mir zu wenig. Dann habe ich eine Coach-Ausbildung, genau. Dann habe ich eine Coach-Ausbildung gemacht, Lebenssozialberater-Ausbildung gemacht, Supervisionsausbildung, Mediatoren-Ausbildung. Und alle Ausbildungen waren immer für mich, okay, ich mache das, ich tue das. Und das Spannende war aber, ich habe es nie ganz abgeschlossen. Also, Ach. weißt du, in Österreich ist es ja so, da legt man ja sehr viel Wert auf Titeln und auf fundierte Prüfungen und so weiter. Ich habe Ja. zwar Prüfungen gemacht, ich habe aber nie mit definiert, ich habe gesagt, ich bin kein Lebenssozialberater, ich bin jetzt kein Mediator, ich habe mich da nicht eintragen lassen. Ich habe halt einfach für mich die Ausbildungen gemacht und habe auch stellenweise natürlich damit gearbeitet, um Erfahrungen zu sammeln. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, jetzt habe ich so ein riesen Fundament an Wissen mir angeeignet und das ist cool, aber es ist nicht das, was mich erfüllt. Es war jetzt dann nicht so, also irgendwie hat was gefehlt, war klar, nicht in meinem Leben, es hat irgendwas gefehlt. Und dann bin ich, das war spannend, habe ich im Fernsehen die Serie Lie to Me gesehen. Ja. Ja? Und ich sehe diese Serie und denke mir, hey, was macht der? Der behauptet, er kann Lügen erkennen, Blödsinn. Mein erster Ding war Blödsinn, das glaube ich nicht. Ja? Das glaube ich so, das funktioniert, es ist Fernsehen, ja, es ist Fernsehen, es ist ein Blödsinn. Und ich war aber dann wiederum genauso, und mir gedacht habe, hey, die stellt mir nicht zu. Ich kann einfach nicht sagen, es ist ein Blödsinn, wenn ich mich nicht damit beschäftige. Und ich bin ja in Wirklichkeit so Geheimnisetzer, ich bin ja nicht der Computermensch. Ja? Also ich mag ja wirklich, Computer ist für mich, ich meine, das, was wir da jetzt da machen, ist schon mehr eine Challenge. Ja? Für mich, dass ich sage, okay, setz mich da hin und mach das, weil ich bin ja eher der face-to-face Ja. direkt in Kontakt gerne hat. Also das mit dem Computer ist, aber okay, es gehört dazu und gut soll so sein. Ja, und dann habe ich halt im Internet, in dem Google mit meiner Ein-Fingertechnik so ein bisschen herumrecherchiert und dann habe ich da tatsächlich diesen Namen Paul Ekman, okay, und den gibt es wirklich, ja, und Ja. der liest diese Mimik und ich war fasziniert. Und dann habe ich gedacht, bah, das will ich kennen. Dann habe ich natürlich in Österreich versucht, da jemanden zu finden und habe niemanden gefunden. Also nicht irgendwas. Dann war ich schon so verzweifelt und dann irgendwann finde ich eine Seite, da steht Eric Stand-Up Face Reading Academy. Und ich denke mir, hey, pfau, was ist das? Und ich lese das ein bisschen, also so oberflächlich nur und denke mir, ah, das ist sicher das mit den Lügen, habe ich mir gedacht, den rufe ich gleich an. Telefon, nicht, deutsche Nummer, ich probiere den zu erreichen und natürlich, der hebt man nicht ab. Klar, aber ich war hartnäckig und dann irgendwann einmal hat er endlich abgehoben und dann sage ich, hey, hallo, ich bin der Thomas. Er sagt, ja, ich bin der Erik. Sage ich, was machst du? Und er sagt, ja, er ist Gesichtleser. Und in meinem Kopf war immer noch drinnen, das ist das, wie man wirkt. Ja? Ja. Und dann sage ich zu ihm, ich will das lernen, wo bist du? Nicht? Und dann erklärt man dir, er ist in China, er ist in den USA, er ist in Dubai und in meinem Hinterkopf war schon getagelt, so, den finde ich nie. So, wie soll ich erstens einmal, wie soll ich dort hinkommen? Ich kann dann direkt die ganzen Sprachen. Wie soll ich das machen? Ja? Wie soll das funktionieren? Und dann sagt er in einem Beisatz, und das war ein Datum, das vergiss ich nicht, im November 2014 ist er in Klagenfurt auf einer Messe. Quatsch. Yes. November 2014 in Österreich, Klagenfurt auf einer Messe. Ja. Und ich denke mir,
Okay, setz mich ins Auto, dort fahre ich hin, den Typen will ich kennenlernen. Es war 4 Stunden von mir nach Klagenfurt und ich muss dazu sagen, ich war früher nie auf das. Ich habe mir nichts vorstellen können darunter. Ja. Komm dann dort hin auf diese Messe. Da waren unten in der Halle war Kassstandl, Sockenstandl, Blasmusik hat gespielt. Und ich habe mir gedacht, boah, wo bin ich da? Und ich dachte, okay, das ist schon mal. Dann haben wir da, okay, jetzt bin ich schon da, jetzt ist es egal. Dann haben wir halt dort so ein Brot gekauft. Nein, okay, schau mich um. Dann bin ich im Stock auf. Und dann habe ich das erste Mal so richtig mit dieser esoterischen Welt auch in Verbindung gekommen, wo ich dachte, ja, auch spannend. Ich habe zwar ein paar Sachen schon gehört, aber so extrem habe ich es auch noch nicht gesehen gehabt. Weil da waren ja dann sehr außergewöhnliche Menschen, die ja mehr oder weniger Gaben haben. Das weiß ich alles nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und dann auf einmal sehe ich eine sehr lange Schlange von Menschen angestellt. Und da sitzt ein Mann und der schaut den Leuten so ins Gesicht, ja, und wackelt ein bisschen mit denen. Und ein paar reagieren, also die beißen in den Kopf und bei den einen oder anderen rinnen sogar Tränen. Ich stehe so und beobachte es und denke mir, was ist das? Was tut der da? Das ist spooky. Dann macht er endlich eine Pause. Ich starte hier, sage, Servus Erik, ich bin der Thomas. Was machst du da? Und der sagt, naja, er ist Face Reader, er liest das Gesicht an. Und ich sage, ja, hey. Und dann hat mir er im Speed Reading, so gute 5 Minuten, gelesen. Und ich war schwerstens beeindruckt und dachte, okay, mein erster Gedanke war, wo ist der Schmäh? Wie geht das? Was ist das? Ja, das gibt es jetzt nicht. Er hat mir Sachen gesagt, die kann er nicht wissen. Und er hat mir auch Sachen gesagt, die haben definitiv nur jetzt da voll auf mich zugetroffen. Ja. Und somit war für mich klar, okay, das würde ich lernen. Dann habe ich ihm zu einem gesagt, du, pass auf, ich will das lernen. Er hat am Anfang, ja, ne? Sag ich, wo machst du die Ausbildung? Ne? Na, natürlich nicht in Österreich, war auch klar. Zu Beginn Schweiz, Deutschland. Und das war halt für mich eine Riesen-Challenge. Immer da jetzt zu sagen, okay, in mein Auto zu setzen, Quartier zu suchen, da hinauszufahren. Und ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Seminar war die Antlitzdiagnostik. Es war spannend damals, dass der Erik zu mir gesagt hat, du, der hat offensichtlich den Skeptiker in mir gesehen, ja. Du fang mit Antlitzdiagnostik an. Ja, hast ja keine Ahnung, was das heißt, Antlitzdiegnostik damals, ja. Fahr auf das erste Seminar und war total motiviert, weil das ist sicher das, wie man liegt. Das ist sicher das, wie man endlich erkennen kann, wie man liegt. Das war so meine Motivation dahinter, ja. Und ich setze mich da eine und den ganzen Tag, ja, höre ich mit meinen Worten jetzt da Bausteine, wie man Krankheiten im Gesicht erkennen kann und Gesundheit. Klüge. Ich bin am Abend, schwöre, ich bin am Abend vom Spiegel gestanden und habe das erste Mal in meinem Leben so richtig selber probiert zu lesen und habe mir gedacht, bist deppert, ich bin ein Baustein, was habe ich für, ich bin jetzt gleich gestochen, ich habe gleich mit meinen Morgenproblemen gehabt, dass ich dann ist so die männliche Energie bei mir durchgegangen, habe ich gleich gelitten. Und zwar, wo bin ich da reingekommen? Aber dadurch, dass es so treffend war, hat mir das so gefesselt und immer dann gedacht, okay, und jetzt will ich mehr lernen darüber. Und dann habe ich mich dahinter geklemmt, dann habe ich eben die gesamten Ausbildungen, Antlitzdiagnostik, Physiognomik, Sirenmim, Gestikmimik, endlich Gestikmimik, Körpersprache, ja, endlich. Und dann erfährst du, Lügen sind nicht zu erkennen. Genau. Und dann war es eben, dann war es eben so, dass ich halt dann am in die Akademie einsteigen habe dürfen, dass ich Dozent der Akademie wurde. Und wie gesagt, seit September 2017, so in dem Bereich, versuche ich halt das in Österreich auch bekannt zu machen und das unter die Leute zu bringen. Und Na, du somit war dann versuchst für es nicht, mich, du machst das, ne? genau, und Also. somit war dann für mich klar, okay, ich habe mein Ding gefunden, ich definiere mich als Gesichtleser, ja. Ich sage immer wieder dazu, ich bin Dozent der Akademie, Face Reading Academy, Gesichtleser. Und natürlich habe ich ein sehr breites Fundum und Wissen mal angeeignet, was ich anbieten kann. Aber da kann ich sagen, bin ich durchaus angekommen. Und das erfüllt dich, Ja. das Sein als Gesichtleser. Also es ist halt nicht, es ist selbstverständlich auch so, dass ich immer wiederum auch neues Wissen hinzuziehe, um das auch so weiter natürlich zu entwickeln. Weil wie du ja weißt, Gesichtlesen basiert ja auf genauer Beobachtung, auf Wahrnehmung und auch auf Erfahrungen zusammentragen. Und das, was mich so fasziniert, ist eben dieses jahrtausendalte Wissen in die heutige Zeit hineinzubringen
und aber die Sprache von damals ins Heutige zu übersetzen. Ja? Das ist ja die Challenge dabei, finde ich, dass du eben auch die Entwicklung von dem Menschen mit hineinnehmen kannst und da erkennst. Also ich wurde einmal gefragt von einer Teilnehmerin in einem Seminar bei mir, wann ist man fertig? Wann weiß ich alles? Ja? Und ich habe gesagt, du, aus meiner Erfahrung heraus kannst du nie fertig sein mit dem, weil der Mensch sich ja ständig weiter verändert. Ja, Und das diese stimmt. Veränderung ja bei den Menschen dann auch wieder zu sehen, dass man sagt, okay, das, was durchaus vor, ich sage einmal, 500 oder 800 Jahren in dem Gesicht bei den Menschen sich gezeigt hat, war damals. Aber in der heutigen Zeit kommt ja wieder was Ganz komplett Neues. Neues auch dazu. Ja? Also ich bin da auch dabei, ich arbeite seit circa gute 2 Jahre mit einem Arzt zusammen. Ah, cool. Ja, der ist in Anlif zu Hause. Das ist der Dr. Josef Mittermeier. Seine Was? Frau ist eine Schülerin auch von mir. Und wir gleichen uns immer so ab, ja, wo man eben auch gerade bei der Gesundheit erkennt, hey, diese Falten, diese Schwellungen, diese Entzündungen, diese Rötungen, wann die auftreten, in welcher Summe treten die auf. Es geht ja immer darum, auch, Spannend. dass man eben sieht, es entwickelt sich ja auch, wenn man es so bezeichnen darf, die Total. Krankheit. Ja? Und da kommen ja auch Erscheinungsbilder hinzu, die man möglicherweise vor 100 oder 200 Jahren oder Gar nicht kann. 300 Jahren noch gar nicht sehen hat können, ja? Weil es es noch nicht gegeben hat. Und da bin ich halt jemand, der das Wissen zusammentragt und natürlich wieder reflektiert und schaut, okay, was ist da dazu gekommen? Wie kann man das noch weiter ausschmücken, ja? Damit man den Menschen damit bessere Unterstützung geben kann. Was ist denn dein größter Motivator, Gesichtleser zu sein? Also, warum machst du das? Was ist das Ziel davon? Das Ziel ist eine spannende Frage. In erster Linie, wenn ich es mache, sehe ich es als keine Arbeit. Also ich könnte das rund um die Uhr machen und somit ist es für mich schon mal so, dass ich sage, es ist wie ein Hobby. Ich kann mein Hobby ausleben und es ist für mich keine Anstrengung. Das ist schon mal cool. Aber der Hauptaspekt, wenn man so nennen will, das Fundament, dass man anderen Menschen helfen kann, dass man andere Menschen unterstützen kann, wenn sie das wollen. Ja? Und das liegt, ich glaube, das liegt bei mir ein bisschen so in der Familie drinnen. Ich glaube, dieses Gen habe ich von meiner Mutter bekommen. Meine Mutter war mal Betriebsrätin und die hat so eine dicke soziale Ader. Und ich glaube, die hat mir dieses Gen übermittelt, auch, dass ich natürlich auch Menschen gerne hilf und Menschen auch gerne unterstütze. Trainer auch. Übrigens, ich glaube, das hat mein Sohn auch gekriegt, weil der ist diplomierter Krankenpfleger, der war halt in der Krankenpflege. Also ich glaube, dass der das auch ein bisschen gekriegt hat, dass man ihm sagt, man hilft jemandem und man unterstützt Menschen. Also das ist so mein Schwerpunkt. Was war das schönste Feedback, was du mal bekommen hast, was dich so im Herzen berührt hat? Das will ich nie vergessen. Das war, ich habe, das war, was ist wie heute noch, das war in Kärnten. Da habe ich eine Frau gelesen. Und das Spannende war, ich habe mit ihr großes Reading gemacht mit 3 Themen und sie hat ihren Sohn mitgehabt. Und der Sohn war so um die 11, 12 Jahre und der hat die ganze Zeit nebenbei Hausaufgaben gemacht und ist auf der Seite praktisch gesessen und hat einfach nur zugehört. Und wie wir fertig waren mit dem Reading, war die Mutter so begeistert und hat gesagt: Und jetzt musst du unbedingt noch meinen Buben lesen, jetzt musst du unbedingt noch meinen Buben lesen. Ja? Und ich habe aber im Augenwinkel gesehen, seine Reaktion. Er hat die Augen verdreht, weil den war schon fad. Nicht? Und somit war für mich klar, okay, der hat ja überhaupt kein Interesse. Und ich habe dann so gesagt: Du, sage ich, du, nein, ich habe heute mit dir, ich bin eh schon müde. Ja, und außerdem, dein Sohn, der hat ein Merkmal, das ist viel zu groß für mich. Da traue ich mir gar nicht das Gesichtleser drüber. Das ist einfach was, wo ich sage: Das ist, nein, lassen wir es einfach. Und dann habe ich wieder die Reaktion beim gesehen, wie er so geschaut hat. Dann ist er neugierig geworden. Dann ist er hergekommen zu mir und hat gesagt: Was habe ich denn? Das interessiert mich das. Was habe ich denn? Was siehst du denn bei mir? Und ich sage zu ihm: Sag ich, schau, bei dir in deinem Gesicht, du bist ja noch in einer Veränderungsphase drin. Gerade wenn man Kinder liest, muss man ja immer das auch berücksichtigen, dass sie die verändern. Aber bei ihm hat man schon gesehen, dass in seiner Persönlichkeit, und das war sehr deutlich ausgeprägt, was Rebellisches, was Individualistisches, dass er sich nicht glatt bügeln lässt, dass er sich nicht anpasst,
dass er geboren ist, auf eine Bühne zu. Ganz genau, dass er geboren hat dafür ist, dass er auf eine Bühne aufgeht, dass er auf sie aufmerksam macht, dass er sie austauscht, ja. Ja. Und das habe ich ihm eben so umschrieben. Und dann habe ich noch gesagt in einem Beisatz, und um dieses Merkmal beneiden dich sehr viele. Und es geht auch in die Richtung, dass sie dich da irgendwie hanseln oder blöd reden oder dich auch beleidigen. Aber das hängt nur damit zusammen, weil sie dir das neidig sind. Und das habe ich auch so gesagt. Und das schönste Feedback war, dass mir einen Monat später die Mutter angerufen hat, hat sie bei mir bedankt, Name, weil sogar die Lehrerin hat sie angesprochen darauf, was jetzt mit dem Sohn ist, weil der viel selbstbewusster und Ah, das ist viel schön. mehr aus sich herausgegangen ist. Und sie hat gesagt, sie hat nur ein Gespräch mitbekommen, dass er zu einem Mitschüler gesagt hat, du bist mir ja nur neidisch, außerdem bin ich was Besonderes, das hat mir der Gesichtleser gesagt. Und Ah, wie das war schön für ist mich das? vom Feedback her, wo ich mir gedacht habe, siehst du, man kann egal wo oder wie mit dieser Methode Immer. Menschen unterstützen, Menschen helfen, in der Art und Weise auch begleiten, um ihnen auch in schwierigen Situationen oder in perspektivenlosen Phasen da Ja. in dem Zusammenhang auch wiederum einen Anstoß zu geben. Oder eben auch, wenn man Voll was schön. hat, dass man zu seinem Körper oder zu seinem Wesen auch stehen lernt. Total. Also das war für mich eines von den bewegendsten Ja. Situationen, die ich im Hinterkopf behalten habe. Es waren natürlich sehr viele auch, wo ich bedankt wurde oder wo mir die Leute gratuliert haben oder wo sie gesagt haben, hey, du hast mir geholfen und unterstützt. Ja, natürlich, aber das ist sowas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Es ist so schön, weil im Grunde genommen ist es so ein Beispiel dafür, dass du ein Leben verändert hast, ne? Also, und zwar mit einem liebevollen Blick. Du hast einem Jungen, der darunter vielleicht auch leidet, weil er Genauso. Segelohren hat und sich immer kleiner fühlt und immer schlechter fühlt, du hast ihm eine andere Perspektive geschenkt und hast damit sein Leben verändert. Und das finde ich einfach, viele fragen sich jetzt vielleicht, die sich das hören, die sagen, Anne, du sagst immer, man darf keine Kinder lesen. Und das stimmt, ich sage das, dass ich das schwierig finde, Kinder zu lesen. Aber in dem Moment, wo ich ein Kind bestärke, in seine Kraft zu gehen und ihm eine Perspektive gebe, warum er ein liebenswerter und besonderer Mensch ist, das sollte ich bei jedem Kind tun dürfen. Und das würde ich mir auch nicht nehmen lassen. Und das hat Thomas gemacht. Also es geht nicht darum, oh, er hat Kinder gelesen, das darf man doch nicht, sagst du immer, sondern er hat ein Kind kraftvoll gemacht, mit Liebe. Ganz genau. Also wie Ja. gesagt, da geht es ja darum, als Gesichtleser schaut man mit milden und fühlenden Auge auf einen Menschen hin. Und ich bin halt dann jemand, der in der Situation dementsprechend auch die notwendigen Handlungen setzen kann, um natürlich da zu unterstützen. Und da ist so mein Ding, es gibt kein richtig und kein falsch, was ist richtig, was ist falsch. Wenn es dazu führt, dass man jemandem hilft, ja, wenn es dazu führt, dass man in einer Situation, wo jemand, wie du sagst, vielleicht darunter leidet, er mal Perspektive gibt, damit er erkennt, hey, er hat sowieso selber in der Hand. Ja. Weil das, was ich als Gesichtleser machen kann, ist, ich kann ja einen Weg aufzeigen oder von mir aus eine Perspektive geben oder eine Tür zeigen. Gehen und tun Muss er muss ja selbst. der Mensch selbst. Ja. Ja. Und darf er auch selbst, ne? Ganz genau. Ja. Thomas, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, aber unsere Zeit läuft ein bisschen ab. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, vielleicht ist es gar nicht die letzte. Deine Tattoos. Ja. Du hast ja sehr auffällige Tattoos. Es ist kein Geheimnis, dass ich auch ein großer Tattoo-Liebhaber bin. Was bedeuten sie für dich, wenn du es teilen willst? Und was bedeuten sie für den Gesichtleser auch an den bestimmten Stellen? Ich weiß, dass es damals Diskussionen gab. Das ist nicht aus irgendeiner alten Zeit, sondern das Tattoo ist ja gar nicht so alt hier, ne, am Hals. Und da wurde ja auch durchaus gesagt, ja, bist du dir sicher, dass du das als Gesichtleser willst oder nicht willst? Du hast dich durchgesetzt, du hast es gemacht, du stehst dazu, es passt zu dir. Erzähl uns ein bisschen was über deine Wahrheit über Tattoos. Okay, also grundsätzlich, wenn man jetzt als Gesichtleser Tätowierungen betrachtet, ist der Baustein auch mit das Tattoo. Ja, ich sage immer dazu, Bausteinchen-Tattoo, was bedeutet das jetzt? Erstes Vokabel, es geht darum, seinen Weg wiederzufinden, die Balance durch das Tattoo zu finden. Also ganz grob erklärt, suchst dir ein Tattoo aus, lässt du das Tattoo stechen. Und durch das Tattoo fühlst du dich wohler, fühlst du dich geerdeter. Sprich, du kommst dadurch auf deinen Weg, du erdest dich durch das Tattoo. Dann könnte man sich noch ansehen, okay, was ist das jetzt für Motiv? Ja? Weil auch Motive können
wiederum eigene Muster, eigene Bausteine mit eigenen Vokabeln sein. Ein weiteres Vokabel für Tattoo ist von meiner Betrachtung her, es geht ums Rebellische, es geht ums Kreative, ums Anderssein. Es geht auch darum, dass man sagt, man verarbeitet etwas. Ja. Man kann Geburt oder Tod verarbeiten. Das siehst du zum Beispiel bei Menschen, die sie irgendwelche Namen mit Geburtsdatum, ein Kind wurde geboren. Okay, jemand definiert die Geburt ja. eines Kindes auch wiederum für sich, also es verewigt sie. Ja? Ja. Und ich habe schon sehr oft gesehen, dass sich Menschen, wenn Tiere sterben, sich dann die Tiere ja tätowieren lassen. So, das so, stimmt. so Das stimmt, verarbeiten ja. sie auch wieder. Genau, ja. Also das ist eben meine Erkenntnis aus Tätowierungen herauszulesen, ist ein sehr breit aufgestellter Bereich, weil erstens einmal Tattoo nicht gleich Tattoo ist. Nee. Es stecken andere Motive dahinter und da ist halt für mich das, das Faszinierende beim Gesichtlesen, dass ich eben mich dann ab den Zeitpunkt hineinarbeiten Ja. muss, wenn ich es lesen will. Ja? Ich sage immer, lese an Menschen und erkenne, wenn du vom Lesen wegkommst. Und wenn ich das lesen will, dann brauche ich jede einzelne Feinheit. Also was ist gerade in den seiner Lebenssituation dran? Was sind die Hinweise auf beispielsweise Suchtverhalten, weil das ist auch ein weiterer Baustein, wenn man sie, so wie es bei mir zum Beispiel, sehr viele Tattoos könnte man auch als Sucht zuordnen. Ja? Ja, okay. Bei mir ist es halt, bei mir ist es halt so, jedes einzelne Tattoo hat eine eigene Bedeutung, hat einen eigenen Bereich und verarbeitet natürlich einen Prozessor in meinem Leben. Sehr, sehr schön erklärt und auch so schön nicht in Schubladen denkend, was die Gesichtleser sich ja auch immer ja, vornehmen und auch leben wollen. Ne? Dieses nicht jeder Tätowierte ist irgendwie ein Vollalkoholiker, der im Knast war. Ne? Also ich meine, das sind ja schon durchaus Meinungen, die man manchmal entgegengebracht bekommt. Und ja, vielen Dank, dass du da den Einblick gegeben hast. Ja, das, was ich plane, Ja. plane meinen eigenen Workshop nur über Tattoos zu Bitte, machen. mach ihn, ich komme sofort. Ich will sowieso von dir lernen. Bitte, bitte, bitte. Das ist ein eigener, das ist von mir so, wo ich sage, da ja. braucht es für mich nur. Ich hab meinen Tätowierer, das war mittlerweile über 20 Jahre schon, dass ich den kenne, mit dem Ja. tausche ich immer wieder aus, weil es da sehr viel um die Wahl von Motiven geht. Welche Menschen wählen welches Motiv und wo lässt er das hinsetzen? Und dann gibt es eben von meinem Verständnis mehrere Zugänge, die ich zuerst schon aufgezählt habe. Das macht so das Ja. Individuelle dann auch bei Tattoos herauszulesen. Bitte, bitte mach den Workshop. Total Stell spannend. All meine Tattoos zur Verfügung. Ja, wäre eine coole Sache, ja. Ja, ich komme überall hin und ich weiß, dass ich auch ein paar Leute mitbringe von meinen Schülern, wo ich immer sage, ihr müsst mal mit Thomas reden, der hat da auch eine, hast du ja schon mal eine Aufnahme darüber gemacht und ja, bitte macht diesen Workshop. Da können wir dann Tattoos den ganzen Tag Motive lesen. Genau, den ganzen Tag Motive, Gründe in genau. Verbindung mit Gesicht, mega. Ja, yes. Wie gesagt, das ist so im Hinterkopf, das ist so im Hinterkopf drinnen in der Planung bei mir. Ich hoffe, dass durch Einblick ins Gesicht es jetzt in den Vorderkopf gerutscht ist. Ist auf jeden Fall Motivation dafür. Ja, also die ersten sind da und ich sag dir das Ding, das werden ganz viele sehr, sehr lieben, weil letztendlich Tattoos und gerade solche auffälligen Tattoos, wie du sie trägst, meine sind nicht so auffällig, aber ja auch durchaus präsent, das bringen halt immer wieder Diskussionen auf und immer wieder dieses, warum tust du das, dieses auch wieder ein tieferes Verständnis für den Menschen entwickeln, ne? So, was bedeutet denn das oder das oder was auch immer, ne? Und das ist einfach, ja, es ist auch eine eigene Sprache, glaube ich, die definitiv sich mit dem Gesichtlesen einfach mega gut verbinden lässt. Ja. Weil es ja auch die Zugänge gibt, das baut wieder zum Beispiel nicht, je nachdem, wo das Tattoo sitzt, ja. Hast du ja schon mal auch einen Ansatz, um was das geht. Sitzt es links oder sitzt es rechts? Sitzt es auf dem Oberarm oder auf dem Oberschenkel? Ja. Da kommt halt dann auch der Bereich mit hinein, wo man dann sagt, man liest nicht nur das Gesicht, sondern man liest dann auch den gesamten Körper mit dazu. Ja. Weil die Körpersprache, sagt ja schon der Name, Körpersprache, wiederum ein eigener Ansatz ist. Und was mich so fasziniert ist, wenn man halt alles miteinander verbindet, sei es jetzt der Gesicht, sei es die Hände, sei es die Füße, alles, was so zusammengehört, dann kommt man ja auf dieses Individuelle von einem Menschen sehr
klar und deutlicher hin. Also das ist das, wo ich sage, da bin ich immer wieder dabei, auch dort das zu verfeinern. Da habe ich immer so als Motivator im Hinterkopf Sherlock Holmes, der Ja. so mit einer Lupe auf die Leute hingeht und jedes kleinste Detail wirklich zerlegt. Bis wirklich, ob das jetzt ein Pickel ist, eine Narbe ist, eine Warze, was auch immer. Ja, also jedes kleinste Detail hat für mich in dem Zusammenhang auch eine Bedeutung, wo ich das in Summe natürlich dann zusammenfüge. Und dann den Menschen auch wirklich in seiner Wahrheit siehst, ne? Und auch Ganz in genau. seiner Schönheit siehst. Das Ganz ist, genau. Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. ja. So schön. Thomas, jetzt hast du ja vorhin gesagt, es ist ein bisschen schwierig hier mit Computer und so. Ich hoffe, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, Anne ist Gesichtleserin, es ist eine gute Gesichtleserin, aber ich will jetzt auch von einem Mann gelesen werden. Ich will Thomas kennenlernen. Vielleicht hat es auch einfach andere Resonanzen. Wo findet man dich? Wie findet man dich? Wie können wir dich Na, verlinken? mich findest du ganz simpel auf der Seite der Face Reading Academy. Ja. Einfach nur auf die Seite Face Reading Academy zu gehen, dort unter Dozenten oder Team, ich glaube Team oder Dozent, so Im stellst du Team es ist, vor. glaube ich, ja. Team, ja, Team und dann direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Sehr gut. Also da kann man bei dir, kann man von dir im Readings buchen. Du machst es auch virtuell, auch oder nicht Ja, so gerne? Doch, machst also natürlich, das war ja für mich so die Corona-Zeit, die Zeit des Lernens, du? ja, Ja, Zeit des Corona-Zeit, die Zeit Wachstums. des Lernens, wo ich ja begonnen habe, so ein bisschen aufzurüsten. Ja. Weil du musst dir vorstellen, ich lebe ja am Land, ja, und bin ja schon echt sehr beeindruckt, dass unsere Internetverbindung so gut und so lange hält. Weil es ist auch nicht immer selbstverständlich, Nee. dass wenn ich Leute übers Internet lese, dass die Verbindung hält. Ja, also mich kann man auch über den Computer oder über Skype oder was halt alles so gibt, Ja. kontaktieren. Aber an der Stelle natürlich ist es mir am liebsten, wenn ich die Leute face to face habe. Und lange, du wohnst, du kommst aus Langenfeld, richtig? Oder du wohnst in Langenfeld? In Langenfeld, Entschuldigung. Längenfeld, Niederösterreich, Ja. Längenfeld. Ich sage es deshalb so, weil es gibt ein zweites Längenfeld. Ja. Es ist, ich glaube, sogar in Deutschland, glaube ich, weil ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann einmal eine Adresse eingegeben und habe mir gedacht, hey, cool, da bin ich gleich ums Eck. Dann habe ich aber gesehen, das ist ein ganz anderes Längenfeld. Also Okay. es gibt in dem Fall das Längenfeld, das in der Nähe von Krems ist in Niederösterreich. Wo man auch wunderbar ein paar Tage Urlaub machen kann und seiner Seele was Gutes tun kann, sich in seiner Wahrheit Definitiv. sehen lassen kann, also persönlich bei Thomas oder eben virtuell buchbar über die Face Reading Academy Seite unter Dozenten. Und da stehen auch deine Seminare drauf, ne? Wenn du Seminare Ja. gibst, dann kann man von dir eben auch auf dem Weg lernen. Ich selbst habe von dir noch nicht gelernt, aber ich weiß, dass der Moment kommt. Du bist großartig und wirklich von ganzem Danke. Herzen an alle die große Empfehlung. Wenn ihr mal was anderes sehen wollt als Anne Vierhauser, dann geht zu Thomas Bauer. Also was ich mittlerweile auch begonnen habe, ich bin in ganz Österreich unterwegs. Ja. Und durchaus könnte es sein, dass ich hin und wieder auch in Deutschland sein werde, was der Münchner Raum und so ist. Aber am besten ist, wenn man mal vernetzt ist, wenn man Ja. sich einmal ausgetauscht hat, dann kann man E-Mail-Adressen austauschen und Genau. dann Kann man ergibt sich sich, definitiv ja, was. sehr schön. So auf Facebook und so, das ist hier dieses Ein-Finger-System-Problem, da findet Also man Facebook habe ich jetzt vor kurzem begonnen. weiß. Da es ein paar Leute gibt, die mir das nahegelegt haben. Ich nenne da jetzt bewusst keine Namen, die wissen jetzt selber, Hoffe wie ich nicht. meine. Ja, die wissen selber, wie ich meine. Ja, ich habe das begonnen, aber wie gesagt, das ist halt für mich ja eine eigene Welt. Entwicklungszone. Ja, genau, also bin ja auch noch dabei, um zu lernen. Das ist eine eigene Welt. Fantastisch. Thomas, ich danke dir für all deine Einblicke, für die Ausblicke, für die Perspektiven. Bitte, bitte, ich glaube, ich gehe dir jetzt einfach einmal in der Woche auf den Nerv, dass du diesen Tattoo-Workshop machst. Und danke für dich, danke für deine Perspektive, danke für deine Hingabe und all das, was du dieser Welt schenkst. Ich sage danke an dich, dass du mich eingeladen hast. War für mich was ganz was Spezielles. Haben Dankeschön. wir War ein. Ehre, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Danke. Alles Gute für dich. Für dich auch. Tschüss. Ciao.